So, und hallöchen zurück zu LS13. Heute, wo wir mal ein bisschen abwechslungsreicher. In den letzten zwei Folgen hat man fleißig gedroschen. Und jetzt werden wir mal ein bisschen mehr machen. Aber zuerst müssen wir doch erstmal hier den Schneidwerk zurückbringen auf den Hof. Das machen wir noch fix. Den Drescher können wir erstmal stehen lassen. Der stört ja nicht weiter. So, und was den Multiplayer angeht, ich habe zwei Leute aktiviert sozusagen. Der eine, der wird morgen, also für euch dann übermorgen, mit dabei sein. Der bemüht sich, dass es schafft morgen. Und der andere, kann ab Sonntag. Und ich war mit einem anderen Fan sozusagen, Abonnenten noch in Kontakt gewesen. Der hat auch noch Probleme mit der Map. Vielleicht kriegt er es auch noch gebacken sozusagen. Und schafft es auch noch. Dann hätten wir einen weiteren. Und naja, dann müssen wir mal gucken. Es wird schon werden. Aller Anfang ist schwer, ihr wisst schon. So, und dann werden wir heute also den Grupper werden wir schon mal, können wir schon mal ansetzen. Dann werden wir das Herbizid bekämpfen. Wartet mal, das sorgt mir gleich mal, da tun wir mal fix das ein bisschen höher stellen. Das ist ja ohne Verrotten hier, das ist ganz gut. Weil sonst kämen wir, ich glaube, ne, in der Mettentaschen. Da müssen wir alles auf Echtzeit machen und langsam Wachstum. Das kennt man ja, das hat man ja schon mal gemacht, alles durch. Ich muss sagen, die Bäume hier, die gefallen mir. Mit diesen Umrandungen hier noch, mit der Holzumrandung. So, dass wir die Felder schon wieder bestellfertig machen. Es ist bloß die Sache, wenn wir die, ich glaube, gruppern, dann stehen lassen die Felder, kommt auch wieder Unkraut. Müsste zumindest sein. So, und hier in dem Feld, was ihr rechts seht, da werden wir dann Herbizid spritzen. Da steckt schon Unkraut drinne. Kann ich euch mal fix zeigen. Hier seht ihr, wie unten das Unkraut langsam rauskommt. Das müssen wir auf jeden Fall bekämpfen, sonst überwuchert uns die Gerste, die da dort steht. Ich weiß gar nicht, das Feld hier vorne vor uns, gehört uns das? Das war das Falsche. 22, das gehört uns. Das müssen wir auch bestellen. Gut, dann müssen wir es heute machen. Also, nicht, dass wir das machen, sondern lassen den Helfer ein bisschen arbeiten. Konnten ja ein bisschen Geld einfahren. Mit der Gerste, die wir weggeschafft haben. Die müssen wir auch noch wegschaffen, den Raps. Da kriegen wir auch noch ordentlich Geld. Hoffe ich doch zumindest. Ach, wobei, den haben wir ja weggeschafft in unser Lager. Ja, da gucken wir einfach, wo jetzt speichert's. Zwischenspeichern. Wenn das so ruckelt. Gucken wir doch mal, wie die Preise sind. Der Rapspreis ist wieder hochgegangen. Seht ihr das? 1243. Bei Agrivis. Agravis. Da werden wir dann dort das hinschaffen. Das können wir dann noch mitmachen. Und da fahren wir durch, ein bisschen heute durch die Gegend. Lernen die Map kennen. Und für euch wird es vielleicht auch ein bisschen abwechslungsreicher. Vielleicht waren die letzten Folgen ein bisschen langweilig. Wie gesagt, das ändert sich dann auch, wenn wir ein paar Mitspieler haben. Die Spritze, die habe ich auch schon voll gemacht. Also fertig gemacht zum Spritzeneinsatz dann. So, machen wir das Tor auf, da fahren wir das mit dem Anhänger weg. Steckt ein anderes Tor mit drin? Nein, tut's nicht, das ist gut. Da können wir den anderen gleich ausholen. Ihr müsst wissen, ich liebe diesen kleinen Traktor hier, der ist wendig, der ist, ja, hat Power. Die 160 PS, die er hat, die reichen. So, dann fahren wir gleich wieder gerade durch. Und da kann man hier
mit diesem Super Silo Trigger Mod kann man da die Fruchtsorten auswählen. Das seht ihr unten links: Weizen, Gerste, Raps. So, dann kann man mit Eingabe den Vorgang starten. Und da seht ihr hier, wie das Getreide in den Hänger plätschert, sozusagen. Können wir mal angucken, das geht hier durch die Leitung. Und je nachdem an diesen Verladepunkt, wo wir das Getreide reingemacht haben, können wir irgendwie reingucken. So. Geht von dem Verladepunkt oder von dem Lager hier durch das Rohr und geht dann hier in den Hänger. Ist cool gemacht, da müssen wir irgendwie eine Förderbahn kaufen oder so. Hat man somit gleich bei der Hand. So, jetzt muss ich mal fix gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Weil, wie gesagt, auf der Map kenne ich mir nicht so aus. Agrabis, da hinten. Okay, wir kommen hier so raus, ne? Und dann links rum. Da war unser Bäumchen im Weg. So, und ab geht die Post. Lange gerade. Mir gefällt der Traktor. Die Sonne Wissen erhältlich im Titanium-Addon. Den gibt es damit dazu. Der Hänger ist zu 90% voll, da wird es ordentlich Geld geben. Wenn's mal, wenn wir da 1250 für. Ja, was ist denn das? Für die Tonne? Nee, für die Liter? Weiß man nicht. Wenn es da so viel Geld gibt. Da kommt dann ordentlich Kohle zusammen. So, Kreisverkehr. Hier kommt kein Verkehr. Da wir im Multiplayer sind. Ich bin noch im Multiplayer, falls ich irgendwie noch Leute verirren sollten. So kann man es ja bald sagen. Dass sie da reinkommen können. Und ich, wie gesagt, ich hoffe, dass es klappt, morgen, ab morgen Multiplayer-Folgen aufzunehmen. Und hier hinten seht ihr schon, da können wir dann Holz ernten, Bäume anpflanzen. Ja, das ist ein riesen Waldgebiet, wo wir dann den Forstmod ausleben können. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. So, sind wir jetzt auch beim richtigen? Ja, das sind wir. Abkippen. Jetzt kommt gleich das Geld. Ja, das ist schon ordentlich. 100.000, knacken wir die? Nee, 90.000. Ja. Gut, dann würde ich sagen, den Raps, den werden wir wohl unterackern. Wegen den Stoppel. Wegen Stoppeln. Und somit werden wir dann ja auch die längste Zeit mit dem Unkraut verschont. Das wurde ja, ist ja mit in dem Mod drinne. Also wenn man direkt sät, kommt das Unkraut am schnellsten wieder. Wenn man das Feld bloß gruppert, kommt es ja aus der Mittelzeit und am längsten bleibt es weg, wenn man, wie gesagt, ackert. Das hier links ist auch noch ein schönes Feld. Irgendwann, genauso wie oben das. Das könnten wir uns schon zulegen. Das könnten wir eigentlich auch machen. Ja, das ist drüben. Die Gerste. Dann werden wir das als nächstes damit dreschen, morgen oder so. Haben wir erstmal zwei Folgen gehabt, wo wir gedroschen haben. Dass wir ein bisschen Geld bekommen und das können wir jetzt einsetzen. Einmal müssen wir Saat kaufen, dann davon 21.000 für knapp 1 Hektar, 3/4 Hektar. Das können wir ruhig machen.
So, schaffen wir fix den Anhänger weg. Dann kaufen wir uns den Flug. Oh, da hinten, seht ihr das? Das ist das Sägewerk. Das werden wir auch noch mal erkunden. Vielleicht machen wir mal eine Map Preview, also kurze Rundfahrt sozusagen. So. Anhänger stellen wir mal dahinter in die Ecke. Denke ich mir so, habe ich mir so gedacht. So, und da haben wir jetzt nicht so viel Zeit vergeuden. Gehen wir mal in den Shop, gucken beim Flügel. Und für den Case wird, denke ich mal, der Lampkin hier Juwel 8 schon reichen. Mit dem 8 Scharflug. Da so viel PS war das ohne für den großen haben. Wie viel hat das kostet jetzt? 26.000. Oh. Ja, naja. So, Gewichte auf jeden Fall noch eins dazu. Vielleicht sogar das große am besten. So, und weil wir Zeit schon sparen wollen, muss man die einfach mal zurücksetzen. Da sind die gleich auf dem Hof drauf. Zack, vor uns sind sie. Dran. Und ihr seht, wie der nach vorne sickt. So, ja. Ankurbeln. Und ihr seht, da ist ordentlich Last auf der Vorderachse. So, das Gespann sieht auch nicht schlecht aus. Aber ich würde sagen, es ist nötig, das Gewicht vorne dran. Hätte man das andere genommen, das wäre vielleicht schon wieder zu klein gewesen. Weil, guckt euch an. Oh, da vorne. Zack. Jetzt ist er wieder normal. Also, es wird schon passen. So, in der Form auch fix zu dem Feld. Ja, jetzt können wir schon mal runter durch dann machen. Dieses Gerät schwenkt aus, würde jetzt hinten dran stehen. Schwenkbereich freihalten oder irgend sowas. Ah, sieht schon cool aus. Auf jeden Fall. So, den können wir dann schon mal ausfahren. Da hinten müssen wir, denke ich mal, fahren wir ganz schnell in die Spur. Wie gesagt, dass wir kurze Kostprobe flügen. Hast du dieses Feld, besitzen sie nicht? Ich glaube, besitze ich das Feld. Oder meint er jetzt das Maisfeld da drüben? Ja, der meint das Maisfeld da drüben. Ich wollte schon sagen. Ja, also. Da müssen wir rüberfahren. Aber ihr seht diese Bodentextur, diese 3D-Bodentextur, zumindest von oben. Finde ich klasse gemacht. Und ich traue mich gar nicht weiter nach rechts zu fahren. Aber eigentlich wollte ich gerne den Raps weg haben. Aber ne, dass er wieder kommt. Sie besitzen das Feld nicht. Aber es sieht ja ganz gut aus. So, und dann. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man die Breite noch einstellen kann. Heben, zuklappen, drehen. Helfer einstellen. Ja. Also scheinbar geht das nicht. Na, ich wollte schon sagen. Ist gut, dass wir jetzt erst immer langfahren, da weiß der Helfer dann Bescheid. Da hat der dann keine Probleme mehr, sonst müssen wir ewig hin und her ruxen. So, und hier hinten müssen wir zweimal langfahren, sonst fährt er hier in den Zaun rein. Und bleibt ständig hängen. So, dass wir eben jetzt mal eine Spur machen, dass er eben schon eher umdreht. Das finde ich echt cool gemacht.
die Textur. Gibt ein bisschen das Feeling. Hoppla, wieder auf die falsche Taste gekommen. Und runter mit dem Gerät. Wieder einsetzen. Und losziehen. So, das dürfte reichen. Hier vorne ist ja eh kein Zaun mehr. Jetzt drehen wir den kurz vorn rüber, setzen den Helfer in den Traktor und lassen den arbeiten. Ich hab da die 1 gedrückt, Mensch. Was ich ja cool fand an dem More Realistic Mod Akon bei Nässe und so weiter, das war ja cool, dass dann wirklich der Allrad zum Einsatz kam, wenn man dann den Hügel hochfuhr, ging nichts mehr, egal wie viel PS der Traktor hatte, der dreht dann einfach bloß noch durch. So, jetzt setzen wir den Helfer an. Ich würde sagen, so sieht es da ganz gut aus. Ja, so. Wir nehmen uns jetzt den hier vor. Wir könnten eigentlich noch mal kurz eine Wachstumsphase machen. Dass wir das Unkraut ein bisschen sinnvoller zurückspritzen. Eigentlich bräuchte man den Deutsch dafür mit der Schonungsbereifung, mit den dünnen Reifen. Der wäre ja dazu perfekt. So, das warten wir fix mal hier. Bis das ja ein Level höher geht, das Getreide. Zack. Und das Unkraut, ist das mitgewachsen? Das ist immer noch klein. Aber wir spritzen jetzt. So. Rein in die gute Maschine. Und was auch cool ist, wenn man jetzt nochmal Dünger streuen würde, kann das sein, dass das Unkraut das annimmt und dann das Unkraut bis sonst wohin wächst. Alles möglich. Realismus ohne Ende. Und das sieht doch schon wieder cool aus. Dieses Bild hier. So, dann lassen wir dieses Gerät mal ausklappen. Das hat ja schon eine ordentliche Arbeitsweite. Ein bisschen rangieren müssen wir noch. Ist er schon fast dem Bild wert. So, dann fahren wir noch ein Stück rüber. Jetzt wird wieder Auto speichern. Das ist dann auch interessant, wenn wir dann den Fan endlich haben. Und mit den Spritzen, der macht er dann Spuren im Feld. So, jetzt müssen wir mal gucken. Herbizid ist drinne. Anschalten. Zuklappen. Okay. Die Höhe kann man noch mal ändern. Müssen wir ja direkt reinspritzen, das ist schon gut so. So. Passt rein. Und rein mit dem Zeug. Das Feld ist ja nicht allzu groß. Gucken, ob wir alles erwischen. So richtig sieht man es ja gerade nicht. Können wir höchstens gucken. Aha, seht ihr das? Ist schon ziemlich groß. Gucken, ob wir vorne noch irgendwas finden.
Sehr, dazwischen. Das ist Unkraut. Und das brauchen wir hier nie. So, und da bringen wir das aus hier. Und dann könnten wir eigentlich auch gleich noch mit Dünger fahren. Da, wo das Unkraut dann weg ist. Das sieht jetzt noch braun aus und dann nach einer Zeit verschwindet es ganz von der Bildfläche. Ihr habt gesehen, da drüben ist noch schon ein ausgewachsenes Unkraut. Zeige ich euch dann gleich mal. Hier ist auch ein kleiner Wald, den werden wir dann uns zuerst kaufen. Und da können wir uns dann direkt Hölzer in den Hof ziehen und dort dann verarbeiten. Ich würde sagen, Düngen machen wir dann in der nächsten Folge. Ah, man weiß es nicht ganz so richtig, wo man schon war. Fahren wir hier nochmal lang. Wenn ein bisschen im Unkraut, bisschen Unkraut im Feld ist, macht das ja nichts. Ist ja wieder Realismus. Wie gesagt, alles wollen wir sowieso nicht kriegen mit der Spritze. Aber ich denke mal, so grob haben wir alles erwischt. Wenn, wie gesagt, schlimm ist es ja nicht. Und das sieht doch schon braun aus hier. Gut. Unser Bauer hin pflügt schön ordentlich das Feld. So, dann zeige ich euch mal. Da, seht ihr das schon? Das ist ein ausgewachsenes Unkraut. Distel ist das. Und das wächst hier in der Reifenspur. Ne, hier wächst in der Reifenspur. Aber das sieht doch, finde ich, natürlich aus. Es gibt nun mal Unkraut so ein bisschen im Getreide drin. Ne? Und da wächst halt ab und zu mal hier ein bisschen was. Finde ich vollkommen okay, wenn es nicht übertrieben ist. Und sonst sehe ich ja eigentlich auch nichts im Feld. Können wir mal durchfahren. Haben wir noch Inhalt drinne in der Spritze. So, und da seht ihr jetzt, wie das braun geworden ist. Und das geht aber auch nicht mehr weg. Das bleibt jetzt. Da stand auch wieder eins. Das bleibt jetzt so im Getreide drinne und vermindert den Ertrag. Aber wie gesagt, es sind ja bloß so drei, die hier drinne stehen. Zwei, drei Disteln. Und dann macht das ja nichts. Hier haben wir rechts auch noch inne. Flupp, also braun. Aber ich sehe, kleine Disteln sehe ich noch nicht drin. Die wurden wahrscheinlich erstickt. Auch mit drin im Konzept, dass große Pflanzen, die schon ausgewachsen sind, die kleinen ersticken. So, jetzt will ich mal ausprobieren. Und zwar, im vorderen Tank ist Dünger, Flüssigdünger. Und wenn ich jetzt fahre, ob es dann düngt, würde ich wissen. Aber wahrscheinlich Spritzeninhalt zuklappen können wir also nicht ändern. Okay, gut. Dann einklappen. Düngern tun wir dann das nächste Mal, würde ich sagen. Nächsten Video. Und vielleicht müssen wir ja unser Acker nochmal spritzen. Wenn der jetzt total von Unkraut befallen wird, kann ja passieren. Das werden wir beobachten. So. So, dann lassen wir mal hier stehen. Und wir fahren noch fix.
Der macht das gut hier. Wir fahren noch fix den Anhänger weg. Mit der Raps. Haben wir schon gemacht. Ich bin auch blöd, aber okay. Hat man schon erledigt. Stimmt, stimmt. Da hat man das Geld her. Gut. Dann. Ah, das war die falsche Halle. Ich dachte, die wäre hier schon drüben. Stellen wir den erstmal hier rein wieder. Was ich jetzt ausprobieren will. Wenn wir jetzt die Spitze auffüllen, ob wir jetzt die noch halbvolle. Ah, okay. Man kann jetzt also zack, Flüssigdinger auffüllen. Hat also jetzt Flüssigdinger drin, ja? Okay, perfekt. Gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Und wir tun jetzt noch fix umkuppeln. Den lassen wir hier. Den Tank lassen wir hier. Und wir kuppeln noch fix den Grupper an. Und bringen den noch zum Gerstefeld. So, und da hat noch genug Bodenhaftung, würde ich sagen. Dann lassen wir es. Machen wir das Gegengewicht dran. So. Runde möchte an. Kann man eigentlich jetzt auch, wenn man jetzt. Na klar, oder? Klar. Sind wir doch viel schneller. Wenn wir jetzt hier rechts rumfahren. Schaffen wir den Grupper hin. Nehmen den Drescher noch zurück. Und dann, ja. So, alles kommen wir hier nicht. So. So, und dann machen wir das auch in der nächsten Folge, den Helfer einsetzen. Das ist genauso eine coole Textur, die richtet sich nämlich dann nach der Fahrtrichtung. Echt klasse. Also die hat mehrere Richtungen, nicht bloß so wie beim Säen am Anfang gewesen ist, also immer Kreuz sozusagen. Man kann beide Richtungen oder viele Richtungen sehen, fast schon den Kreis. So, schaffen wir das Gerät vom Feld. Da stirbt bloß. Und dann seht ihr den Sonnenuntergang. So, und ich hoffe, die Folge ist etwas interessanter gewesen als die letzten. Könnt ihr mit einem Daumen beweisen oder mit einem Kommentar, ob es denn so ist, wie ich denke, ob euch das besser gefallen hat. Oh gut, aufgestoßen. Ob euch das besser gefallen hat als das letzte. Könnt ihr kurz einen Kommi da lassen. Oder einen Daumen. Je nachdem, wie ihr Zeit dazu habt. So. Und mit diesem schönen Bild beenden wir die ganze Sache für heute. Und wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal mit ein paar Mithelfern. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.